Liebe Frau Pronozny-Seliger, es freut mich sehr, dass Sie heute hier sind. Sie sind Gesundheitspsychologin, klinische Psychologin und Arbeitspsychologin. Sie lehren an unterschiedlichen Hochschulen in Österreich und waren auch lange Jahre als Arbeitspsychologin im Hochschulbereich tätig. Wenn Sie jetzt denken an die psychische Gesundheit von Studierenden, warum sollten Hochschullehrende diese am Schirm haben? Ja, vielleicht fange ich ganz basal an, weil wir einfach sehen, dass in den letzten Jahren die psychische Gesundheit in den Fokus gerückt ist, beziehungsweise dass psychische Krankheiten allgemein zugenommen haben. Wir leben in Krisenzeiten, die nicht enden wollen sind. Die Menschen haben jetzt und leiden noch immer unter sozialen Isolationen. Es nimmt einfach zu. Und jetzt haben wir eigentlich lange Zeit gedacht, dass Studierende eine Ausnahmegruppe darstellen, weil es ja doch etwas benötigt, dass man seine Matura macht, dass man an die Universität kommt. Und dann gab es eine Studie in Deutschland bereits vor Corona, 2018, der Barmer Ärzte-Report, der hat uns gezeigt, dass eigentlich knapp 20% der Studierenden unter psychischen Erkrankungen leiden. Das sind zwar Daten aus Deutschland, aber ich wage mal zu behaupten, das ist in Österreich nicht sehr viel anders. Es gibt dann noch eine internationale Studie, ebenfalls aus demselben Jahr, die spricht sogar von einem knappen Drittel an Studierenden. Was sehr spannend war in dieser Studie, ist, dass sich gezeigt hat, dass je länger Studierende studieren, desto mehr nehmen Depressionen auch zu. Also sozusagen im Studienverlauf wird man sozusagen psychisch kränker. Das ist ein gegenseitiger Verlauf eigentlich zur Normalbevölkerung, die nicht studiert, weil da sieht man, dass sozusagen die vulnerabelste Zeit sind so die 20er, die frühen 20er und gegen die 30er wird es fast wieder ein bisschen besser oder pegelt sich irgendwo ein. Ja, warum ist das so? Warum können wir uns erklären, dass Studierende so eine vulnerable Gruppe sind? A, ja, allgemeine Zunahme, B, sehen wir, dass der Leistungsdruck zugenommen hat, dass der Erwartungsdruck zugenommen hat, dass auch die, ja, letztlich auch die Verschärfungen an den Universitäten zugenommen haben. Es wird schwieriger, Plätze zu bekommen, man muss sich profilieren. Ja, die Frage, kriege ich dann einen Job mit dem, was ich studiert habe? Gehöre ich zu den Besten, die dann auch aufgenommen werden? Das sind einfach alles Themen, was unsere Studierenden beschäftigen. Die Frage auch der Integration in eine soziale Gruppe und natürlich Süchte, muss man auch ganz offen mal sagen. Also wir haben in der Gruppe der Studierenden auch, um diese Belastungen irgendwie quasi abzufedern, nicht nur Alkohol, es ist Cannabis angekommen, es sind sonstige Substanzen einfach hier in unserer Gruppe angekommen. Also der langen Rede kurzer Sinn, wir müssen uns im Klaren sein, dass wenn wir in den Hörsälen stehen, dass wahrscheinlich hier 20% der Studierenden psychisch erkrankt sind und von denen sind wahrscheinlich gerade mal ein Drittel in Behandlung. Was können Lehrende tun, wenn sie Überforderung oder psychische Schwierigkeiten bei ihren Studierenden vermuten? Ja, mal ganz allgemein gesprochen. Natürlich sind Lehrende in einem gewissen Bereich die Hände gebunden. Lehrende sind keine PsychotherapeutInnen und sollen das auch nicht sein, erstens. Zweitens hängt das natürlich davon ab, wie groß ist die Gruppe, die ich hier wo ich lehre. Ist das ein großer Hörsaal mit hunderten Studierenden oder ist das ein kleines Seminar? Was ich als klinische Psychologin mir einfach wünsche, ist, dass wenn Lehrenden das auffällt, dass sie sich vielleicht die Zeit nehmen, diesen Studierenden anzusprechen, unter vier Augen anzusprechen und einfach das artikulieren, was ihnen aufgefallen ist. Im Sinne von, du, ich mache mir Sorgen, Sie, ich mache mir Sorgen, passt eigentlich alles etc. Und das ist jetzt der Punkt, hinzuweisen, dass es die Möglichkeit gibt, sich ExpertInnenhilfe zu holen. Wir sehen, dass ganz, ganz viele psychische Erkrankungen im Laufe eines Menschenlebens so unerkannt, untherapiert vor sich hindümpeln. Und viele Betroffene oft lange brauchen, um den Weg zur Expertin, zum Experten zu finden. Und was wir aber sehen, ist, dass gerade Autoritätsfiguren und Lehrende, Vorgesetzte
sind so etwas wie Autoritätsfiguren, denen kommt eine große Bedeutung zu. Wenn der Partner, die Partnerin sagt, du, geh mal zum Psychologen, geh zum Psychotherapeuten, geh zum Psychiater, zur Psychiaterin. Das kommt nicht so an, oder wenn das die Eltern sind, dann kommt schon gar nicht an. Oder auch wenn es Freunde und Freundinnen sind, muss das nicht ankommen. Aber wenn da jetzt jemand, der eine Autoritätsfigur ist, sagt, du, ich mache mir Sorgen, da passt etwas nicht, oder aus meiner Perspektive, ich würde mir das anschauen lassen, das kann so eine Initialzündung sein für eine Inanspruchnahme einer Therapie. Und das ist eigentlich so das ganz Wichtige, dass die Lehrenden das vielleicht einfach ansprechen und hier eine Liste von Möglichkeiten haben, wo sich Studierende hinwenden können. Also allen voran empfehle ich immer diese psychologische Studierendenberatung. Das ist eine gute Ansprechnummer. Wir haben den BÖP, den Berufsverband der österreichischen Psychologinnen. Wir haben das Kriseninterventionszentrum etc. Also es gibt eine Fülle von Adressen, die hier weitergegeben werden können. Das Zweite, was natürlich Lehrende tun können, wenn sie wissen von psychischen Erkrankungen, und das ist natürlich jetzt auch wieder eine Frage des Vertrauensverhältnisses, dass man sich auf das auch ein bisschen einlässt. Also nehmen wir zum Beispiel so etwas wie eine Angststörung. Angststörungen manifestieren sich oft da drinnen, dass Sitzen in einem großen Hörsaal ein Problem ist, dass ein Referat halten ein Problem ist, dass eine Prüfung allgemein ein Problem ist. Und da gibt es einfach eigentlich relativ billige Möglichkeiten, wo man Studierenden entgegenkommen kann. Also gerade jetzt diese Zeit der Digitalisierung hat uns die Möglichkeiten eröffnet, mit Lehrvideos zu arbeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Studierende ein Referat nicht halten, sondern vielleicht ein Referat zu Hause aufnehmen und dann nur quasi den Film einreichen. Es gibt die Möglichkeit, dass man seine Prüfung nicht in der Menge aller anderen macht, sondern sich vielleicht in ein Büro setzen kann und dort seine Prüfung abhalten kann. Es gibt die Möglichkeit, um verlängerte Prüfungszeiten, gerade bei Depressionen und auch bei Angststörungen, haben wir immer das Problem, dass die Betroffenen sich oft schwer konzentrieren können. Und wenn dann natürlich die Angst noch dazu kommt, wird es noch schwieriger. Auch etwas, was diskutiert wird, ist, ob man jetzt so ganz große Prüfungen nicht vielleicht in Teilprüfungen runterbrechen kann, ob man natürlich auch flexibler ist in Abgabezeiten. Also ich denke, da gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, wo man natürlich, sage ich auch gleich dazu, aufpassen muss, dass das natürlich auch administrativ handelbar ist, dass man auch nicht ausgenützt wird als Lehrender, Lehrende. Aber das wären so Möglichkeiten, wo man Studierende mit psychischen Erkrankungen unterstützen kann. Hier ist aber vorausgesetzt natürlich, dass das auch bekannt ist und dass das im Vorhinein auch artikuliert wird. Und da an dieser Stelle mir etwas ganz Wichtiges als Psychologin: Eine psychische Erkrankung ist eine Erkrankung wie jede andere langdauernde Erkrankung. Das heißt nicht, dass man nicht studieren kann, wenn man eine psychische Erkrankung hat. Das heißt nicht, dass man nicht arbeitsfähig ist. Das heißt nicht, dass man nicht beziehungsfähig ist. Das heißt nur, dass man Unterstützung braucht, dass man sich das therapeutisch wahrscheinlich anschauen muss und dass man wahrscheinlich in seinem Leben an ein paar Rädchen drehen wird müssen, um mit seiner Krankheit gut leben zu können. Und das unterscheidet sich jetzt, wenn ich diese Analogie bringen darf, nicht so sehr von zum Beispiel einer Zuckerkrankheit, wo ich auch weiß, naja, manche Dinge darf ich nicht essen und da muss ich ein bisschen kontrollieren und da muss ich aufpassen. Aber nichtsdestotrotz kann man eigentlich ein sehr erfülltes Leben führen, man kann studieren, man kann arbeiten. Und noch etwas an dieser Stelle: Es wird oft immer wieder der Studienabbruch dann so nach dem Motto in den Raum gestellt. Du bist psychisch krank, warum tust du dir das Studium an? Oder nimm dir doch mal die Zeit und werde gesund. Bitte nicht unbegleitet ein Studienabbruch. Ein Studienabbruch ist immer etwas, was für die Betroffenen eine ganz große Enttäuschung ist. So, boah, jetzt habe ich das auch nicht geschafft. Das kann ganz schön gefährlich auch werden. Da kommen wir dann in den Bereich der Suizidalität möglicherweise. Also wenn man sich entscheidet, ein Studium abzubrechen oder vielleicht ein anderes Studium zu wählen,
auch das ist etwas, was unbedingt eigentlich durch einen Psychologen, eine Psychologin, einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin oder sonst eine Expertin aus dem Psy-Bereich begleitet gehört. Das Thema psychische Gesundheit betrifft natürlich nicht ausschließlich die Studierenden, sondern durchaus auch die Lehrenden selbst. Wo können die sich denn hinwenden, wenn sie Unterstützung benötigen? Ja, also natürlich, psychische Erkrankungen ziehen sich durch die gesamte Bevölkerung durch und nun ist bei den Lehrenden hier auch die Möglichkeit, an einer psychischen Erkrankung zu erkranken. Oder auch ja, gerade im universitären Bereich ist auch sehr viel Leistungsdruck da, sehr viel Stress. Vielleicht ist mein Vertrag auch nur ein befristeter und das muss in irgendeiner Weise weitergehen. Also da ist auch schon sehr viel Druck dahinter. Und dementsprechend gilt für die Lehrenden natürlich genauso dasselbe wie für die Studierenden. Bitte lassen Sie sich helfen, lassen Sie sich beraten, wenn Sie das Gefühl haben, es ist eigentlich nicht mehr gut. Wir haben hier an der Universität Wien die Möglichkeit, dass man mal mit den Arbeitsmedizinerinnen spricht und das auf diese Weise sozusagen sehr anonym abklärt. Es gibt hier ein Team von Arbeitspsychologinnen, mit denen kann man sprechen. Und diese Stellen sind sehr, sehr unterstützend in der Weiterleitung zu entsprechenden anderen Stellen etc. Und oft hilft ein klärendes Gespräch. Gerade im Vorfeld, bevor sich eine psychische Erkrankung manifestiert, kann ein, zwei Gespräche, kann hier wirklich sozusagen einen ganz wichtigen Impuls geben. Also nicht stolz sein oder nicht das Gefühl haben, das wird schon wieder, sich einfach bitte diese Hilfe holen. Und bitte vielleicht noch etwas, Lehrende, die jetzt wirklich in ihrem Seminar Studierende haben, die psychisch erkrankt sind, müssen auch auf sich aufpassen, weil wenn man sich da jetzt ganz hineinlässt und das ist nicht die Aufgabe von Lehrenden, das kann einen sehr beschäftigen und man kann sich sehr unsicher fühlen und wenn es dann um die Frage geht, Suizidalität oder so, dann kann das auch enorme Ängste auslösen. Also bitte da auch wirklich gut auf sich aufpassen und im Zweifelsfall bitte eine zweite Meinung einholen, sich unterstützen lassen, bei der Personalentwicklung vorsprechen. Hier gibt es wirklich gute Unterstützungsleistungen. Wenn jetzt Lehrende tatsächlich befürchten, dass ein Student, eine Studentin an Suizid denken könnte oder die Person in irgendeiner Weise Aussagen dazu bereits getätigt hat, was kann eine Lehrperson da tun? Ja, also das ist natürlich sozusagen der Hardcore-Fall, muss man ganz offen sagen. Und für uns in der Psychologie gilt immer, wenn es um Suizidalität geht, lieber ein bisschen zu viel tun als zu wenig tun. Wenn jemand Suizidalität anspricht, dann ist das immer quasi Alarmstufe rot und es geht darum nachzufragen. Und das ist eigentlich mal das Einzige, das Wichtige, dass man nachfragt, hey, was hast du jetzt da gerade gesagt? Lass mich da jetzt mal bitte noch genauer hinhören. Und dann gilt es ein bisschen auf das Bauchgefühl zu vertrauen. Und wenn das Bauchgefühl sich schlecht anfühlt, bitte Hilfe dazu holen. Wieder verweise ich auf das arbeitspsychologische Team. Bitte keine Angst davor haben, dass man Leute durchs Nachfragen auf die Idee bringen könnte. Ganz im Gegenteil. Gut ist es, wenn die Leute zum Reden kommen. Reden entlastet und nimmt auch ein bisschen Druck aus dem Ganzen. Grundsätzlich gilt, wenn man wirklich das Gefühl hat, das fühlt sich für mich gar nicht gut an, dann empfehlen wir, wenn es möglich ist, diese Personen nicht mehr allein zu lassen und wirklich sozusagen zu warten, bis das arbeitspsychologische Team etc. gekommen ist, um sich auch selbst aus dieser Verantwortung rauszunehmen. Aber das ist wahrscheinlich ein Extremfall. Aber grundsätzlich gilt, wenn jemand irgendwie auch nur so im nebenbei äußert, na dann bringe ich mich um oder so irgendetwas, bitte nicht drüber weghören, auch hier nachfragen, unter vier Augen klären, ob das jetzt so etwas Dahergesagtes ist. Und das kann durchaus der Fall sein, aber ernst nehmen. Suizidalität immer ernst nehmen.
Und wenn es zu Situationen im Hörsaal kommt, wo die Lehrperson befürchtet, dass das Ganze eskalieren kann und man beispielsweise tatsächlich Gefährdung befürchtet, egal ob Selbstgefährdung oder Fremdgefährdung, was können Hochschullehrende da tun? Also auch hier gilt, auf das Bauchgefühl hören. Wenn man Angst hat, dass das jetzt in irgendeiner Weise eskalieren könnte, bitte beenden Sie die Vorlesung, schauen Sie, dass die Studierenden und Sie selbst in Sicherheit sich bringen. Vielleicht nur am Rande, wenn jemand jetzt gerade vielleicht eine Psychose hat und hier eine psychotische Episode hat, das ist sehr wahrscheinlich ungefährlich, das ist zwar störend, aber ungefährlich, dann ist auch hier angezeigt, dass man zu dieser Person hingeht, sie bittet, mit einem hinauszugehen und auf diese Weise die Situation entschleunigt. Und bitte unbedingt, wenn Gefahr in Verzug ist, und auch hier lieber eins zu viel als eins zu wenig, das Sicherheitsteam anrufen und bitten, dass hier sozusagen zusätzlich Personen dazu kommen. Grundsätzlich gilt immer, wenn Gefährdung in Verzug ist, schauen, dass alle Fluchtwege frei sind, sich diesen Personen, die in irgendeiner Weise da sehr erregt sind, in keinster Weise in den Weg stellen. Oft stürmen die dann eh von selbst hinaus. Aber grundsätzlich gilt hier, es geht immer um die persönliche Sicherheit und auch, natürlich auch um die Sicherheit der Studierenden im Hörsaal. Liebe Frau Ponoz-Niseliger, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.